Meine Damen und Herren, ich bin's wieder. Ich wollte euch nur kurz sagen, bevor ihr diese Folge jetzt anschaut, würde ich euch empfehlen, wenn ihr es nicht schon getan habt, schaut doch nochmal alle Folgen aus Bermuda 2 und das Finale aus Bermuda 1, damit ihr das benötigte Wissen habt, um diese Folge jetzt zu verstehen. Wer die Folgen nämlich nicht gesehen hat, hat jetzt ein paar kleine Schwierigkeiten, denn dann wird's ein bisschen komplex. In der Videobeschreibung sind nochmal alle Playlisten von Bermuda verlinkt. Ihr könnt sie euch anschauen und dann kommt ihr wieder zu dieser Folge zurück, weil dann werdet ihr diese Folge auch viel mehr verstehen und vor allem viel mehr fühlen. Würde ich euch empfehlen. Ansonsten, wenn ihr Bermuda schon kennt, wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Finale und wir sehen uns dann wieder in 4 Monaten. Servus. Sie nachher sehen. Plötzlich mundtot geworden? Was? Herr C. Ich war gerade weg. Wo waren wir? Was wollten Sie wissen? Wir haben den Boden untersucht. Sämtliche Höhlen sind von Sandschichten bedeckt. Warten Sie. Ich hab's doch probiert, es geht nicht. Wie unfähig kann man sein? Alter, es geht nicht. Wie oft denn? Du musst nichts anderes machen, Alter. Können die sich einmal nicht streiten? Es ist arg zu schwer. Ich kann nichts machen. Geh mal weg da. Ey. Hujo! Mann! So. Zack! Guck dir das an. Wie hast du denn das jetzt gemacht? Typisch Schosse. Da vorne ist was. Das ist England. Wir haben es geschafft. Präsentiert das neue Community-Projekt.
2. Der Sand der Zeit. Ehrlich gesagt, ist das ein Bauchlaufen? Ich hab. Professor Delbert, das ist aber nicht das, was wir in Erinnerung hatten, oder? Herr C, das ist doch nicht London, oder? Professor Delbert, ich glaube, das ist nicht London. Von hier sind wir nicht. Was ist denn hier? Herr, aber Herr Yates, Sie waren doch am Steuer. Sie sind jetzt mal ganz ruhig. Sie haben auf der Insel den scheiß Schalter umgelegt, oder nicht? Bitte? Sie mal nicht so hier. Herr, ja, aber ich. Ja, was haben Sie gemacht? Haben den Schalter umgelegt. Sie haben den Schalter umgelegt. Was haben Sie für einen Schalter umgelegt? Was für einen Schalter? Sie haben den. Hä, Sie haben doch gesagt, ich soll das machen. Ja, es ist alles in Ordnung, aber haben Sie den Schalter umgelegt? Ja. Oh Mann. Warum sieht das dann alles nicht aus? Was für ein Schalter? Ich hab den Schalter umgelegt. Ich glaube, Sie sind also, deswegen mehr umfällig. Nein, als ich rausgelaufen bin, war Stufe 5. Ich hab's gesehen. Was ist Stufe 5? Erklären Sie es. Ich glaube, Sie sind hier eine Erklärung fällig, oder? Ja, glaube ich auch. Ja. Herr C. Wo sind wir? Herr C. Jetzt packen Sie mal die Waffen weg. Wir wollen hier nicht direkt jemanden umbringen. Ja, alle mal die Waffen weg. Hä? Aber ich hab den Schalter aktiviert. Ja, Sie haben den Schalter aktiviert. Alles super. Sie haben theoretisch uns alle gerettet. Wenn es denn so sein sollte, wie ich es vermute. Ja, aber solange wir von der Insel weg sind. Wie fern habe ich uns gerettet? Wir sind fern von der Heimat. Das ist nicht London. Das ist doch nicht London. Das, ich glaube, das könnte London. Doch, das ist England-Flagge. Sehen Sie da? So. Als ob das London ist. Aber wir sind irgendwo am Meer. Also wir wissen, wir sind in London. Wir sind in England, meine ich. Ja, ich sehe die Flagge auch, Herr Connor. Gut erkannt. Das macht keinen Sinn, uns zu streiten. Wir sollten uns am besten aufteilen. Bildet Zweiergruppen und erkundet die Umgebung. In circa 10 Minuten machen die ersten Geschäfte auf. Geht hinein und fragt die Bevölkerung. Damit wir in dieser Situation die richtigen Entscheidungen treffen, brauchen wir das Wo. Und vor allem das Wann. Das hat oberste Priorität. Professor Albert, ich würde vorschlagen, wir gehen zusammen. Okay. Wir gehen zum Rathaus, würde ich vorschlagen. Ich komme mit. Wir sind schon zu dritt. Außerdem sind Sie doch... Was? Was bin ich? Naja, eine Frau. Diese Frau besuchte bereits in jungen Jahren als einzige ihrer 6 Brüder die Garnisonsschule, lernte lesen und schreiben, anstatt zu stricken, und zog für die Naturwissenschaft bereits mit 15 Jahren nach London und absolvierte als erste Frau die Kunde der Wissenschaft und das als Lehrgangsbeste. Wahrscheinlich löst jemand wie Sie jede mathematische Gleichung, bevor Sie Ihren sexistischen Mund aufmachen, nur um dieser Frau zu sagen, dass sie aufgrund ihres Geschlechts nicht mitkommen kann. Also... Gehen Sie vor. Vielen Dank. Professor Delbert, haben Sie schon was gefunden? Nein. Einen Moment. Hier ist jemand. Ich frag ihn. Entschuldigung, Sir. Ihr Dreckiges. Wenn ihr Geld für Alkohol und Opium habt, habt ihr auch genug zum Überleben. Und jetzt verschwindet wieder in die Gosse, ihr Spinner. Gut, das lassen wir. Und wisst ihr was? Sehen Sie was? Und was jetzt? Es ist halt einfach zu früh, es laufen nur die Penner durch die Stadt gerade. Wir können uns auch an dieser Stelle kurz aufteilen. Weil nein. Vorne sehe ich eine Taverne. Ja. Weil da müssten noch irgendwelche Leute vom Vorabend sein. Betrüger, nein! Hallo? Entschuldigung? Warten Sie! Wo wollen Sie denn hin? Ich will nur wissen, wo wir sind. Sind wir in London? Sicher, dass das eine gute Idee ist? Ich bin mir sehr sicher. Dann gehen wir es an. In 5 Minuten wieder hier. Okay, dann in dem Fall.
Viel Erfolg. Danke, Ihnen auch. Wasser. Was? Da hilft Wasser. Ich erkenne einen verkaterten Mann, wenn ich ihn sehe. Nett von Ihnen, aber nein, danke. Ich brauche kein Wasser. Was anderes, können Sie mir einen Gefallen tun? Waren noch andere hier, außer mir? Entschuldigung, Sir, kann ich Ihnen helfen? Naja, waren denn noch andere hier? Ja, vergiss sie. Nein! Oh! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Nein! Geh weg! Geh weg! Meine Güte, das muss eine Nacht gewesen sein. Bermuda! Ich meine Bermuda! Die Expedition! Bermuda? Die Kolonie? Dieser Fetzen Land mitten im Nichts? Ja! Ja, genau! Entschuldigung, darf ich mich setzen? Danke. Okay, okay. Sie kennen ja die Insel, oder nicht? Wer nicht? Was genau ist in den letzten Wochen auf der Insel passiert? Haben Sie irgendwas mitbekommen? Naja, was soll schon passiert sein, bevor das Meer zu Staub wurde und der Ozean noch so war, wie er heute wieder ist, war es eine englische Kolonie. Dort haben Siedler gelebt, wie in jeder anderen Kolonie auch. Was weiß ich denn schon? Das ist eine Ewigkeit her. Wie? Warte, was? Kennen Sie die Geschichte denn nicht? Doch, klar. Aber von welcher Zeit sprechen Sie? 1752 wurde die Kolonie aufgegeben. Mein Großvater erzählte mir die Geschichte. Nachdem die Navy die Insel verlassen hatte, griffen wilde Eingeborene nämlich die Stadt an. Alle die, die es nicht von der Insel geschafft hatten, wurden massakriert. Mein Großvater und zwei seiner Freunde wären nur entkommen, weil ein Kriegsschiff Kurs auf die Insel gesetzt hatte und das Schiff, auf dem sie waren, von den Soldaten freigekämpft wurde. Kurz bevor die Wilden die Verriegelung durchbrochen hatten, wurden sie in letzter Sekunde gerettet. Darauf eine Tasse Tee! Wer war Ihr Großvater? Warten Sie, ich habe eine Fotografie von ihm. Sie wurde kurz vor seinem Tod 1831 aufgenommen. Tolle Erfindung. Das ist der Herr Paste. Sie kannten ihn? Nun ja, er ist leider verstorben. Als er auf der Expedition verschwand. An Tuberkulose erkrankte. Was meinen Sie damit? Naja, die Expedition, bei der wir, ich meine, bei der die Forscher und die Inselveteranen 1755 nach Bermuda entsandt wurden. Man sollte doch die Sandkatastrophe untersuchen. Sie sind doch damit vertraut. Ja, sie ist sehr bekannt. Ja, perfekt, dann... Dafür, dass dann sie... wissen Sie ja, dass wir... abgebrochen wurde. Fliehen mussten. Sekunde, wie war das? Nun, die Expedition hat nicht stattgefunden. Was soll das heißen? Natürlich hat sie stattgefunden. Ich bin doch das jetzt... Das kann nicht sein. Die Expedition wurde am Tag des eigentlichen Starts abgebrochen. Wetterverhältnisse und diese todbringende Wüste waren der Grund dafür. Auch wenn der Atlantik mit der Zeit wieder zurückkam, so konnte man es damals nicht riskieren. Jetzt ich war doch wieder vollkommen genesen. Ich bin doch. Was? Es kann doch nicht sein. Immer in Entschuldigung, ich muss hier raus. Es tut mir total leid. Ich muss kurz an die frische Luft. Schau mal, Mutter, da ist wieder der verwirrte Mann. Halt dich fern von ihm. Da, das ist der Betrüger. Betrüger? Was? Wer? Sie da, wer sind Sie? Können Sie sich ausweisen? Meinen Sie mich? Ja, Sir, Sie sind gemeint. Man hat Beschwerde gegen Sie aufgegeben. Eine Beschwerde? Wieso denn das? Sie kleiden sich falsch und erschrecken unsere Bürger. Außerdem tragen Sie die Kleider einer berühmten und geehrten Persönlichkeit. Wo haben Sie die denn überhaupt her? Die Kleidung? Die ist meine. Was meinen Sie?
Halten Sie mich für bescheuert? Nein, Sir, ich glaube nur, dass das ein Missverständnis... Sind Sie? Ja, Sie. Mein Name ist Sie. Lassen Sie das, bitte. Komm, lass wir gehen. Dass Sie es wagen, diesen Namen für sich zu beanspruchen. Für wen halten Sie sich eigentlich? Erfindung des Bunsenbrenners. 100-jähriges. Oh nein. Professor, was ist los? Versuchen wir es nochmal. Wie ist Ihr Name? Verdammt nochmal, ich heiße Sie. Luis, Sie! Bitte nicht. Wir sind zu spät. Was meinen Sie? Wir haben den Zeitpunkt verpasst. Sie sind ein Betrüger! Wir sind unserer Zeit voraus. Und wie viele Jahre sind wir von unserer Zeit entfernt, Professor? 100. Abschaum! Haben Sie gehört? Abschaum sitzen! Worüber denken Sie nachher, Sie? So, er hat genug, finden Sie nicht? Bleiben Sie bloß liegen, haben Sie verstanden? Du hast ganz schön eine abbekommen, mein Freund. Also, wollen wir alles besprechen? Kenne ich Sie irgendwoher? Ich bin Dax. Du hast schon mal von mir gehört. Sie sind aber nicht der Dax. Dax Tess von der Insel. Goldrichtig, mein Freund. Wie kann das sein? Du bist tot. Oder bin ich es auch? Weder noch. Das ist die fünfte Dimension. Ich weiß, nicht wirklich spannend. Die fünfte... Ich habe darüber gelesen. Du bist hier schon eine ganze Ewigkeit, kann das sein? Aber wieso bin ich hier? Der Energiekern. Er hat dich hierher gebracht, wie mich vor Jahrzehnten. Du hast jetzt die atemberaubende Möglichkeit, durch die Zeitachsen zu wandern. Mein Beileid. Zeitachsen? Ich hatte euch zwar gewarnt, aber auf der Insel hat sich eine zweite Zeitachse gebildet,
die viel langsamer voranschritt als die andere. In letzterer warst du gerade eben noch. Warte, das... Ein Moment, das heißt, wir haben die Katastrophe zwar gestoppt, aber sind in einer anderen Zeitachse gelandet? Richtig. Und da habt ihr sie auch gestoppt. Meinen Glückwunsch. Aber wie kann es sein, dass man mich nicht erkennt? Ich wurde beinahe totgeschlagen. Ach ja, jetzt kommt der komplizierte Teil. Das liegt daran, dass Hesse in dieser Zeitachse eben schon längst gestorben ist. Bitte was? Ein Familienvater mit Frau und Kindern, der sich eines Abends ins Bett legte und seitdem nicht mehr aufgewacht ist. Ziemlich friedlich nach all dem, was er durchgemacht hat. Das ist verwirrend. Das alles wegen dieser dämlichen Maschine. Er ist so schwer. Sie rufen nach dir. Also dann. Für mich ist es an der Zeit zu gehen. Warten Sie. Wohin denn? Zurück zum Anfang. Das Ende kenne ich ja jetzt. Nein, aber wie komme ich denn hier wieder weg? Das ist eine Insel. Dreimal darfst du raten, wie man hier wegkommt.